Dienstagabend in Düsseldorf, auf dem Weg zur Staufenhalle. Eberhard Schöler im Einsatz. Ein wichtiges Spiel steht auf dem Programm, Bezirksliga Herren über 50. Schölers Borussia erwartet den Nachbarn DJK Hilden. Walter Hafner, Mannschaftskamerad. Man kennt sich seit über 40 Jahren. Mein Bauch noch aufnehmen, das ist ja die Höhe. Alles ist bestens vorbereitet. Schöler ist inzwischen 62. Er spielt immer noch regelmäßig, zumindest die Punktespiele. Wie früher überlässt er nichts dem Zufall. So, Vorbereitung abgeschlossen. Noch eine halbe Stunde. Die Gäste sind immer noch nicht da. Warmspiel. Man weiß, was man kann und was nicht. Schließlich gehören Schöler und Hafner zur berühmten Düsseldorfer Meistermannschaft in den 60ern. Trotzdem, mit Hilden war es immer knapp. Man nimmt die Sache ernst. Ich habe sie gerade sich warm spielen sehen und ich bin immer noch verblüfft, was sie mit 62 Jahren noch drauf haben. Ich habe den Eindruck, die Zeit ist stehen geblieben. Der Schein trügt allerdings, muss ich sagen. Es macht mir immer noch viel Spaß, aber die Bewegungen sind natürlich insgesamt langsamer geworden. Allein die Technik, die ist, glaube ich, geblieben. Denn das, was man einmal tausendfach probiert hat, das verlernt man ja nicht. Das ist Eberhard Schöler aus Düsseldorf. Wir sind im ersten Satz dieses Endspiels um die Weltmeisterschaft. Es steht 18:14 für den Deutschen gegen Shigeo Ito aus Japan. München 69, das Spiel, das ihn berühmt gemacht hat. Eberhard Schöler auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Unverschlagen. Schöler gewinnt den ersten Satz mit 21:19. Er gewinnt auch den zweiten noch viel klarer mit 21:14. Borussia spielt mit Schöler, Verhaftzadeh, Kraskamp, Hafner und Nink. Wir wünschen schöne Spiele und begrüßen euch mit einem einfachen guten Abend. Wir freuen uns auch auf schöne Spiele und wir kennen uns ja alle schon seit Jahrzehnten. Viel zu sagen gibt es da wohl nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, heute Abend hier zu sein und wünschen den Western den Sieg und begrüßen euch mit einem einfachen Schlag zu. So. Schölers erstes Einzel. Sein Gegner Adi Boddenberg, Hildens Nummer 2. Ein ehemaliger Bundesligaspieler. Aber das hilft an diesem Abend nicht besonders viel. Da war sie wieder, Schölers gefürchtete Vorhandpeitsche, wie aus dem Nichts. Das Schicksal nimmt seinen Lauf, aber nicht nur wegen der Vorhand, Schöler hat noch was Gemeines. Das Gesicht von Eberhard, er hatte zwar immer so Pokerface, er hat wieder gelacht, er hat geweint, aber nein. Er war eigentlich immer gleichmäßig, ja, ob er 2015 zurückliegt, ja. Oder aber ganz hoch führte. Das Gesicht war immer gleichmäßig. Man merkte es gar nicht. Ja? Und er ist ja so ein unwahrscheinlich intelligenter Bursche. Er spielt ja mit Schnitt, ohne Schnitt. Ja? Man weiß ja mitunter gar nicht. Man denkt, man könnte den Ball schlagen und der kommt hoch und da ist viel Schnitt drin. Ja? Kann man ihn nicht schlagen. Ja? Er spielt sehr, sehr variabel. Das Ende einer relativ einseitigen Angelegenheit. 2:0 für Schöler, Düsseldorf geht in Führung. Auf ihren Eberhard konnten sich die Borussen schon immer glänzend verlassen. Der Mann hat Maßstäbe gesetzt. 25 Meistertitel, 2-mal Vize-Weltmeister, 3-mal Dritter. Idol der 60er und 70er, Schöler ist bis heute der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten. Flato in Pommern. Die Familie Schöler Anfang der 30er. Bei Kriegsende müssen sie flüchten. Ich weiß, dass meine Mutter, mit der ich zu dem Zeitpunkt, also Anfang 45, alleine war,
Sowohl mein Vater als auch meine beiden älteren Brüder waren im Krieg. Dann an einem Februarmorgen, einen Tag bevor die russische Armee in Vlato einmarschierte, dann mit Bekannten in einem LKW in Richtung Westen gefahren bin. Aber an das Ereignis selbst kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wir sind dann einigermaßen gut nach Niedersachsen gekommen und in einem kleinen Ort namens Schesel zwischen Hamburg und Bremen dann bei einem Vetter meiner Mutter untergekommen. Das war eine schöne Zeit dort, obwohl sie sehr unruhig war. Es gab wenig zu essen, nicht? Aber wir hatten wenigstens überlebt. Und später hat sich dann herausgestellt, dass auch meine beiden Brüder und auch mein Vater, der allerdings erst dann im Jahre 1947 aus Kriegsgefangenschaft zurückkam. Dann geht's nach Düsseldorf. Das Tischtennisspiel entdeckt aber hat Eberhard Schöler in Bayern. Wahrscheinlich habe ich das erste Mal in einem Schullandheim, Hitzenlinde im Allgäu, zum Schläger gegriffen. Da haben wir dann auf zusammengestellten Esstischen gespielt. Es gab natürlich auch einen richtigen Tischtennistisch, aber an dem spielten dann die Profis in Anführungszeichen. Ich habe damals kaum einen Ball getroffen, ich musste dann also auf dem Küchentisch spielen. Anfang der 60er. Schöler spielt noch bei TuSa Düsseldorf und wird zum ersten Mal Vereinsmeister. 1962 sogar Deutscher Meister, ein Titel, den er 8 Jahre in Folge gewinnt. Keiner kann sich so konzentrieren wie er. Einmal merkt er noch nicht einmal, dass das Match schon vorbei ist. Ich glaube, dass das stimmt. Zumindest haben wir mir Mannschaftskameraden dann erzählt, dass sie also überhaupt keine Reaktion bei mir wahrgenommen hätten. Und das Spiel ist, wenn man so will, an mir vorbeigegangen. Und als es zu Ende war, nicht, dann musste man mich auffordern, meinem Gegner die Hand zu drücken. Ich hatte das irgendwie nicht begriffen. Aber auf der anderen Seite war mir das eine Lehre. Und das hat sich dann auch in der weiteren Entwicklung gezeigt. Also jedenfalls bin ich später nicht noch mal eingeschlafen. Diese Entwicklung verschläft Schöler nicht. Diane Rowe. Englische Spitzenspielerin, genau wie ihre Zwillingsschwester Rosalind. Aber Eberhard entscheidet sich für Diane. Anfang 66 ist die Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich natürlich an der Platte. Nach der Tournee, wie immer, bei einem Empfang sind wir hingegangen und danach mehrere von den Spielern, dann sind wir zu einer Nachtclub gegangen. Da hat die ganze Geschichte angefangen eigentlich. Obwohl er nicht tanzen kann. Er konnte nicht tanzen? Nee. Bei Eberhard liegen die Motive etwas anders. Was er in seiner unverwechselbaren Art beschreibt, nüchtern und trocken. Diane war ja zu dem Zeitpunkt, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, im Gegensatz zu mir eine Weltklasse-Spielerin, mehrmals Weltmeisterin, Europameisterin. Und insofern hat mir das imponiert. Mir hat auch imponiert, wie sie gespielt hat. Sie war eine sehr ästhetische Spielerin. Es hat also einfach Spaß gemacht, dazu zu sehen. Es war nachvollziehbar. Das ging nicht so ganz abrupt zu. Eberhard und Diane werden auch an der Platte ein Paar, obwohl sie sich erst aneinander gewöhnen müssen. Bälle, was ich schießen wäre, hat er nicht geschossen. Ich erwartete, dass er schießt und hat er nicht geschossen. Und die Bälle, was für mich unmöglich zu schießen war, da geht er rein und schießt und trifft. Und das war für mich ganz imponiert, dass diese ganze eigenartige Einstellung und Bewegung Bälle schießen könnte, was für mich unmöglich war zu schießen. Eberhard hatte es zuvor schon mit ein paar anderen Damen ausprobiert, aber erst mit Diane findet er die ideale Partnerin. Als Angriffsspielerin Diane auch noch ein paar Verteidigungsschläge von Eberhard lernt, stellt sich der Erfolg ein. Die beiden werden zweimal Deutsche Meister im gemischten Doppel, 1971 sogar Bronze bei der WM. Angeblich gibt es nie Streit, oder? Nein, wir haben uns nicht gestrichen am Tisch. Nein. Nie, never. So viel ich mich erinnern kann, nein. Kannst du das?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du einmal unangenehm berührt warst. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Das war in England auch, ne? Ach ja. Da haben wir ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Aber vielleicht ist am besten, dass Diane das erzählt, denn ich glaube, sie weiß jetzt, was ich meine. Das war kein Streik, aber ich habe für meinen Begriff sehr gut gespielt und hatte diese Bälle von dem Minister zurückgebracht, aber ganz ordentlich. Und am Ende des Spiels habe ich selber halt gesagt, ja, jetzt bist du zufrieden, dass wir so gut gespielt haben. Ja, sagte ich, bin ich. Aber diese zwei Schubbälle-Fehler, was du gemacht hast in der fünften Satz oder wann das war, das eigentlich sollte nicht passieren. Und da war ich sprachlos. Aber das ist typisch Eberhard. Er musste immer alles so perfekt wie sein kann. Ja. Das ist Hans-Dieter Hoffmann vom TTV Mittelen. Er wurde bei den westdeutschen Einzelmeisterschaften am vergangenen Wochenende Dritter und trifft hier auf den westdeutschen Meister Eberhard Schöler. Schöler, rechts im Bild, steht normalerweise so weit hinter der Platte, dass selbst die Kameraleute so ihre Probleme mit seinem Spiel haben. Schöler, ein Meister der Defensive, zwingt Hoffmann zum ständigen Angriff, dessen Schmetterbälle dann aber häufig überhastet kommen. Die Gegner fügen sich reihenweise in ihr Schicksal. 1967 wechselt Schöler dann von TuSa Düsseldorf zum Lokalrivalen PSV Borussia, mit dem er insgesamt siebenmal deutscher Meister wird. Am Ende immer dasselbe Bild. Der Mann mit der Brille gewinnt und verzieht nie eine Miene, noch nicht einmal beim Shakehands. Frau Schöler, hat Ihr Mann jemals die Nerven verloren? So viel ich weiß, nein. Aber man wird das sowieso nicht merken, nur bei dem Spielstand vielleicht. Aber nein, das glaube ich nicht. Haben Sie irgendwann mal einen Gefühlsausbruch auf dem Platz gehabt? Auf einer Platte gehabt? Haben Sie mal geweint? Also es wird berichtet, dass ich bei meinem ersten deutschen Meistertitel auf dem Siegerpodest ein paar Tränen vergossen hätte. Aber ich glaube das nicht. Ich vermute mal, das waren Schweißtropfen. Also das, glaube ich, das wird nicht passen. Aber ich habe mich natürlich schon mal gefreut, ohne dass das dann nach draußen so rüberkam. Ja, aber so eine innere Freude ist ja auch eine ganze Menge wert. Ich habe mich auch schon mal geärgert, aber das habe ich dann auch weniger nach draußen gebracht. Und noch einmal musste Schöler antreten. Sein Gegner Horst Langner, Nummer 1 beim TTV Mittelen. Zwei Verteidigungsspezialisten. Und es zeigte sich schon im ersten Satz, dass Schöler in seiner Defensivkunst eindeutig überlegen war. Und bereits 18:9 für Schöler im zweiten Satz. Mitte der 60er. Schöler zählt mittlerweile zu den besten Defensivspezialisten der Welt. 19:9. Mit geradezu mathematischer Präzision rechnet er die Gegner aus und führt sie regelrecht vor. Einmal gewinnt er sogar ein Finale, obwohl sein Schläger kaputt ist. Das hatte zur Folge, dass der so ein bisschen geschlackert hat. Ich habe weitergespielt mit einem angebrochenen Schläger. Und dann erst nach einer gewissen Zeit, als es wirklich nicht mehr ging, habe ich dann das Schlägerholz gewechselt. Und sind damit Deutscher Meister geworden? Ja. Ich bin damit Deutscher Meister geworden, ja. Und ich habe auch noch ein paar andere ganz gute Spiele damit gemacht. Denn das war nicht nur während der Veranstaltung, das war also über einen längeren Zeitraum. Ist aber nicht so, dass das zwei Hälften waren, sondern der Schläger war nur angebrochen. Und warum haben Sie damit weitergespielt? Weil das Ihrer Spielweise entgehen kam? Ich hatte einfach das Gefühl, nicht, jetzt habe ich mit dem Schläger so lange gespielt und jetzt vor einem wichtigen Wettkampf dann wieder ein neues Holz zu nehmen mit neuen Belegen, nicht? Das wäre damals meiner Einschätzung ein größeres Risiko gewesen, als mit dem alten angebrochenen Schläger weiterzuspielen. Schöler holt die unmöglichsten Rückstände auf. So 1969.